Welcome to the Pugia Racing Channel. So um 2012, 2013 rum sind wir auf den Genfer Automobilsalon gefahren und haben da den Prototypen vom Alfa Romeo 4C gesehen. Wir haben das Auto gesehen und dachten uns, boah, das Auto hat Potenzial. Hoffentlich kann man den bald bestellen. Und genauso war es dann auch. Wir haben das Auto bestellt und zählten dann wirklich zu den Glücklichen, das Auto als allererstes zu bekommen. Nachdem das Auto komplett zerlegt war, wussten wir ganz genau, was uns erwartet. Dann haben wir das Auto wieder zusammengebaut und haben angefangen, Testfahrten zu machen. Wir sind auf den Prüfstand gefahren, sind auf der Straße gewesen und haben ganz genau gewusst, was sie zu tun haben. Fahrstabilität verbessern, die Straßenlage verbessern und dann, wenn das gesichert ist, dann haben wir uns gedacht, dann kommt richtig Leistung rein. Das Produkt Centurion war geboren auf Basis Alfa Romeo 4C. Und wir wussten ganz genau, wir wollen was Besonderes machen. Der Centurion soll in 10 Einheiten gebaut werden und wir haben uns vorgenommen, innerhalb von 5 Jahren diese Autos zu verkaufen. Edgy Badge. In 11 Monaten waren wir ausverkauft. Heute möchte ich über Centurion 8 sprechen. Norbert kam zu uns und das Witzigste war, er hatte das Auto noch nicht mal. Er hat hier bestellt, bevor er sein Alfa Romeo 4C bestellt hat. Das war uns eine Riesenehre. Was ist ein Centurion? Der Centurion unterscheidet sich von dem regulären Alfa Romeo 4C in folgenden Dingen. Wir haben Frontschürze aus Reinkohlefaser, Heckschürze mit Diffusor aus Reinkohlefaser. Wir haben den DR35 Heckspoiler. Wir haben unsere ganzen Elemente, die wir an dem Fahrzeug tauschen, auch aus Reinkohlefaser. Und unsere Reinkohlefaserteile werden alle komplett im Pre-Preg-Verfahren im Autoklaven hergestellt. Alle in Deutschland. Unser Partner Michelin und die Autobild Sportscar haben uns die Möglichkeit gegeben, unseren Prototypen auf dem Sachsenring zu testen. Steve Kirsch ist der Rennfahrer, der für uns die Zeiten rausgefahren hat. Und wir waren unglaublich stolz, was für eine wahnsinnige Verbesserung uns gegenüber den Zeiten von Alfa Romeo im Serienfahrzeug gelungen sind. Die Firma KW in Fichtenberg hat uns geholfen, ein Fahrwerk zu entwickeln, welches uns die Möglichkeit gibt, ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, welches sowohl für den Renneinsatz als auch für den Alltagsgebrauch wirklich absolut erstklassig ist. Der Kunde hatte nur einen einzigen Wunsch, und zwar wollte er unbedingt mit diesem Auto auffallen. Und definieren kann man das eigentlich am allerbesten über die Farbe. Aus dem Grund bin ich zu meinen Freunden Serkan und Mohammed Shahin von der Lackiererei Shahin GmbH in Ulm gefahren. Dort haben wir unzählige Muster gespritzt. In allen möglichen Farben, von super hässlich bis absolut atemberaubend. Dann haben wir die Farbe gefunden. Seitdem ich denken kann, verwenden wir Glasurit. Ausschließlich Glasurit. Auf Grundlage von dem Glasuritlack ist dann unser Farbton Royal Mystique entstanden. Dieses Violett von diesem Fahrzeug hat uns absolut den Atem geraubt. Dann aber noch zu sagen, okay, wir machen den matt mit 923-55 extra matt von Glasurit. Ja. Das war hier genau die richtige Entscheidung. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie sauschwer das ist, ein Auto zu lackieren und anschließend für den Innenraum das richtige Leder zu finden, in der richtigen Farbe? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ab nach Mannheim zu Ingo Kahle und seinem Team von Speedfire Design GmbH. Lederei, Autosattlerei, absolut großartig. Tonnenweise Ordner mit irgendwelchen Farbmustern, dass du wahnsinnig wirst. Ich mit dem Lackmuster dahin und dann wirklich haben wir was gefunden. Edel, super, violett, passend zu dem Lack. Dazu schwarzes Leder von Bentley, Alcantara von Porsche, perforiertes Leder von Porsche. Die Naht, der Garn, keine Ahnung, hat aber auch dazu gepasst. Jeder, der schon mal in einem Alfa 4C rückwärts gefahren ist, weiß, wovon ich jetzt rede. Das ist eher so ein Raten wie ein Wissen, wo man hinfährt. Die letzte wirklich gute Lösung, die wir gehabt haben, kam von meinem Onkel Matt von AI Design in New York. Die machen sowas. Ein Rückblickspiegel mit integriertem TFT. Jetzt gibt es das natürlich überall auf dem Markt. Wichtig ist hier zu wissen, wir haben keine Saugnäpfe, kein Zusatzgerät, wir haben keine störenden Displays irgendwo. Dieses Teil integriert sich in den Innenraum, als wenn es schon immer da gewesen wäre. Und die Rückfahrkamera über dem Kennzeichen ist absolut genial positioniert. Fällt nicht auf. Alfa, beim nächsten 4C bitte machen. Und zuletzt dürfen wir natürlich die Schuhe nicht vergessen. Forged Monoblocks, geschmiedete Aluräder.
auf der Hinterachse 9,5x19 mit 265/35/19 Michelin Pilot Sport 4 und auf der Vorderachse 225/40/18 auf einer 8,5x18er Felge, ebenfalls mit einem Michelin, logisch. Wir haben uns unglaublich gefreut, so einen Kunden wie Norbert und seine gesamte Familie hier bei uns zu haben. Das Vertrauen, was er uns entgegengebracht hat und das Projekt, es war für uns eine absolute Freude. Centurion 8 bleibt in Deutschland und diese Geschichte ist für uns wirklich ein Meilenstein aus dem ganz einfachen Grund, weil wir zum ersten Mal wirklich einen Kunde gehabt haben, der gesagt hat, mach. Wirklich absolut freie Hand. Auto ist bei uns gelandet, wir haben sofort damit angefangen und die Freude, die er mitgebracht hat, als das Auto abgeholt wurde, ist für uns kaum zu beschreiben gewesen. Das Projekt Centurion auf Basis Alfa Romeo 4C war für uns eine unglaublich positive Erfahrung. Wir haben die Autos auf 5 Jahre geplant und waren in 11 Monaten ausverkauft. 3 Autos gingen nach Deutschland, 2 Autos gingen nach Taiwan, einer ging nach Singapur, 2 gingen nach Australien, einer ging nach Holland, einer ging nach Österreich. Ist für uns ja, mit Worten kaum zu beschreiben. Wir haben Ärger gekriegt, Leute wollen noch mehr. Die Autos bleiben aber limitiert und es wird auch nicht nachgelegt. Der Nachfolger von Centurion, Zeus, steht fest. Den werden wir April 2018 vorstellen. Und auch schon der große Bruder vom Zeus ist bereits auf dem Markt. Und auch da bauen wir den ersten für Australien. Nemesis steht im Hintergrund. Leistungen bis 480 PS und 520 Newtonmeter sind uns hier gelungen. Ich denke, in diesem Fahrzeug macht es eine ganze Menge Spaß. Habt ihr Fragen? Dann hinterlasst mir eure Fragen doch einfach unten hier in YouTube in den Kommentaren. Dann werde ich die beantworten. Ansonsten abonniert unseren Channel. Irgendwo da hinten ist so ein roter Button. Den draufdrücken, dann werdet ihr immer informiert, wenn es von uns ein neues Video gibt. Und ein neues Video gibt es bestimmt bald. Versprochen. Bye, bye.